Hallo, willkommen zu einem zweiten Tag von mir und zwar zu dem Tag, was ist in meiner Handtasche bzw. what's in my bag, what's in my purse, what's in my was auch immer. Ja, ich habe ja, habt ihr gesehen, in meinem Haul gestern, den ich gedreht habe, habt ihr diese Tasche hier gesehen. Und jetzt wurde drunter geschrieben, dass die von, ich habe ja Lan gesagt und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist dieser Schmuckshop, also von wo ich diese Tasche habe. Das ist so ein Schnörkelschrift und dann steht da Lam oder beziehungsweise, manche haben jetzt drunter geschrieben, dass es I am heißt, aber auf jeden Fall ist es diese Schnörkelschrift. Und da bin ich mir eben gerade echt unsicher. Diese Tasche hat 16 Euro gekostet, sage ich nochmal so, Rabatt wegen der Glamour Card. Und wenn nicht, hätte sie 20 gekostet. Dann werde ich mal anfangen, was hier so drin ist. Dafür mache ich sie erstmal auf und fange einfach mal an. Das allererste, was ich jetzt hier habe, sind Kopfhörer. Und zwar von WESC. Die haben 30 Euro gekostet und es sind so Kopfhörer, mit denen ihr... Okay, jetzt sehe ich eben gerade ein bisschen komisch aus. Mit denen man echt gut Musik hören kann. Also ich finde, für jemanden, der jetzt nicht so mega Wert auf so einen krassen Bass legt und sowas, also es ist wirklich einfach praktisch, weil ich mag das nicht so, wenn Leute meine Musik mithören. Und deswegen finde ich diese Kopfhörer ganz toll. Und die Farben sind ganz schön. Es ist so ein komisches lila-braun mit so einem hellblau. Und von der Marke werden wahrscheinlich auch viele kennen. Ich finde sie ganz okay, reichen für meine Ansprüche. Ich wollte nicht... keinen Megateil haben. Mir war es einfach nur wichtig, dass ich, wenn ich im Bus bin und etwas gestresst bin, einfach nur die Musik höre und sonst nichts anderes. Dann habe ich als nächstes, fangen wir erstmal mit meinem Schlüssel an. Hier habe ich aber meinen Autoschlüssel, Hausschlüssel, alles zusammen. Und einen selbstgemachten Schlüsselanhänger. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Der ist abgefallen. Oh nein. Aber ich glaube, ich habe den irgendwo... Ich habe nur vergessen, wieder dran zu machen. Ich muss sie wieder dran machen. Auf jeden Fall ein selbstgemachter Schlüsselanhänger. Wenn euch mal interessiert, wie man Schlüsselanhänger selbst macht, schreibt es einfach drunter. Kann ich ein kleines Do-it-yourself machen. Und dann als nächstes habe ich Lärmblätter. Ich laufe in letzter Zeit, da ich hier im Moment immer noch mal im Abitur stecke, die ganze Zeit mit irgendwelchen Lärmblättern rum. In diesem Fall sind es Sportlärmblätter. Sieht man was? Man sieht nichts. So wie immer. Sportlernblätter, weil ich jetzt demnächst in einer Woche meine praktische Sportprüfung habe. Im Badminton lasse ich mich prüfen. Und deswegen Lernblätter sind in den letzten Wochen immer dabei. Sei es in der Jackentasche, sei es in der Tasche, sei es egal. Überall habe ich die dabei. Dann habe ich als nächstes mein Brillenetui. Und zwar mit einer Pilotenbrille, sage ich jetzt mal. So heißt ja das Modell. Und bin ich ganz zufrieden eigentlich mit der Brille. Habe ich geschenkt bekommen und dann habe ich als nächstes, das ist so tief, das ist so groß, da ist so viel drin, eine Bürste. Kann man ja immer mal wieder gebrauchen als Frau. Ab und zu auch mal die Männer, die geben es halt einfach nur nicht zu. Dann mein MP3-Player, hier, den alten Nano, mit den normalen Kopfhörern noch, weil wenn ich keine große Tasche dabei habe, dann nehme ich die Kopfhörer nicht mit, meine großen. Und dann habe ich mein Portemonnaie. Was ist da drin? Da ist ein bisschen Kleingeld drin. Meine Fahrkarte, mein Führerschein. Der tolle Lappen, wenn man noch 17 ist. Dann Krankenkassenkarte, Perso. Alles, was man so braucht, um sich auszuweisen. Vor allen Dingen, wenn man diesen Lappen hat, dann braucht man sowieso immer den Perso, wenn man fährt. Sonst gilt der Führerschein nämlich nicht. Und dann hätten wir als nächstes, erstmal machen wir Tempos. Kaugummis. Und dann habe ich hier so meine kleine Kosmetiktasche. Und die können wir jetzt auch noch mal ganz kurz durchgehen. Und zwar einen Lippenstift. Das ist die Nummer 109 von Rebel De Loop Nude Lippenstift, weil ich finde, der passt zu fast allem, deswegen ist der dabei. Dann eine Feile, die leider ein bisschen groß ist. Ich brauche eine kleinere, so eine Glitzerfeile von Sephora, auch geschenkt bekommen. Bisschen zu viel Schnickschnack, braucht man eigentlich nicht. Eine Feuchtigkeitscreme, falls irgendwas mega austrocknet im Gesicht. Ich kämpfe im Winter sau oft damit. Meine habe ich immer hier an der Nase, irgendwas Trockenes. Gerade wenn man erkältet ist oder sowas. Einen Lippenbalsam, weil meine Lippen eigentlich so schnell austrocknen, gerade wenn ich Lippenstift drauf habe. Da ist der hier ganz schön. Das ist einer von La Cura. Aldi. Und dann noch ein Deo. Ich benutze das von CD, finde ich ganz schön. Dann habe ich noch
einen Mascara. Das ist ein etwas billiger Mascara von Revealed Loop, habe ich euch auch schon etwas gezeigt, aber für den Preis super Ergebnis. Bevor ihr jetzt umfällt vor dem starken Licht, habe ich es jetzt mal ein bisschen runtergestellt. Und jetzt, was habe ich noch? Hier so ein kleines rosanes Ding, da sind Haargummis drin und so Spänkchen. Das, was man halt so braucht. Und dann als allerletztes noch mein Handy. Mein Handy. Und sehe ich eben gerade in eine SMS. Ach, wie schön. Ich kriege nicht so oft SMS, deswegen. Ich freue mich jedes Mal und würde am liebsten so einen Freudentanz machen. Und ja, was habe ich noch? Genau, das war's eigentlich. Aber das Allerwichtigste fehlt in meiner Tasche. Und zwar werdet ihr jetzt wahrscheinlich kaum darauf kommen, was es ist. Und zwar, es ist mein Terminkalender. Ich habe so einen kleinen Schlumpfterminkalender. Den habe ich jetzt überall gesucht, weil ich habe jetzt die Tasche extra dafür gepackt, weil ich heute noch weggehe. Und dann habe ich die Sachen jetzt erstmal hier alle reingetan. Und da fehlt mein Terminkalender. Und das ist total doof, weil da habe ich jetzt alles eingetragen und jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist. Naja, gut. Auf jeden Fall ist der Terminkalender sehr wichtig. So, ich hoffe, der Tag hat euch gefallen, weil ich habe jetzt nichts Spezielles, mega Interessantes in meiner Tasche, was jetzt so mega interessant wäre. Ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, weil so viele haben sich den Tag gewünscht und ich habe mir gedacht, ich werde euch jetzt auch nicht fortlügen, was in meiner Tasche ist oder sowas. Das wäre ja total bescheuert. Sowas sollte man auch nicht machen. Und ich habe euch jetzt das erzählt, was so drin ist in der Tasche, beziehungsweise was ich für heute so eingepackt habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.